Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zur neuen Staffel Legion 9. Ich habe das Ganze im Programmkalender ein bisschen nach vorne gezogen. Eigentlich wäre jetzt Jagged Alliance 3 dran gewesen an dieser Stelle, aber ich habe gesehen, dass sich dieses Let's Play doch so großer Beliebtheit erfreut, dass es eigentlich sehr, sehr blöd gewesen wäre, diese Chance jetzt nicht zu nutzen und hier direkt mit der nächsten Staffel weiterzumachen. Also freut euch auf 7 weitere Folgen Legion 9. Wir fangen mal direkt an mit den Stufenaufstiegen. Nach der letzten Mission hat wieder jeder unserer Helden einen Stufenaufstieg und da können wir jetzt eine neue Fähigkeit vergeben oder bestehende Fähigkeiten wieder verbessern. Wir haben 2 Punkte für unseren Anführer. Wir gucken mal, was hier bei ihm geht. Eine Palisade. Natürlich eine schöne Abwehrgeschichte. Jeder Gegner im Umkreis von 2 Feldern beginnt seinen nächsten Zug mit 2 AP. Verringert die Menge der verlorenen AP. Im Umkreis von 2 Feldern. Damit nehmen wir den Feinden 2 Aktionspunkte. Das kann schon nicht schlecht sein. Beziehungsweise das ist nicht schlecht. Hier für jeden Kill wird 2 Lebenskraft wiederhergestellt. Also das ist so quasi die Selbstheilungsfähigkeiten sozusagen, können wir hier mit pushen. Aber ich denke, dieser Schrecken, der gefällt mir schon ganz gut. Ui, schaut mal, da kann man ja sogar weitermachen, dass der Schrecken dann zusätzlich noch ein Drittel weniger Schaden. Ach so, halt mal. Ach, das muss man... Okay, Moment. Das ist aber keine passive Fähigkeit. Das ist eine aktive Fähigkeit, die man reinmachen muss. Na, dann verliert es für mich so ein bisschen an Wert. Ich dachte, das wäre passiv. Passive Fähigkeiten sind im Übrigen die runden und die viereckigen, die quadratischen. Das sind aktive Fähigkeiten, die man aktivieren muss und die dann eben auch AP kosten. Der Held. Rückenstiche, mehr Schaden. Immun gegen Gelegenheitsangriffe. Das kann auch ganz gut sein. Dann kann man sich immer wieder aus der Feindumklammerung lösen, ohne einen Schlag zu bekommen. Verbündete erhalten für jeden vom Helden getötete Einheit 10% Waffenschaden auf ihren nächsten Angriff. Damit kann man natürlich die ganze Gruppe pushen, ne? Wenn er den ersten Zug macht. Okay, pass auf. Auf mich macht es ja den Eindruck hier, wir sehen auch keine, im Vergleich zum Vorgänger, wir sehen keine EP. Also es gibt keine Erfahrenspunkte, keinen Balken. Das gab es früher. Deswegen deckt sich meine Erfahrung, was wir jetzt bisher gemacht haben, dass dieser Stufenaufstieg nach jeder Mission kommt. Also nach jeder Mission gibt es einen Stufenaufstieg. Man sammelt keine expliziten Erfahrungspunkte. Von daher ist es auch nicht relevant, beim Vorgänger war es das, wie viele Kämpfe man führt. Also da war es dann doch teilweise wichtig zu sagen, komm, wir machen noch einen Kampf innerhalb der Mission, weil es ja Erfahrungspunkte gibt. Das scheint hier egal zu sein. Es gibt keinen Erfahrungspunkte Counter, sondern man bekommt einen Stufenaufstieg nach jedem Level. Dann würde ich sagen, gehen wir zuerst mal auf ...25% mehr Schaden für den Sprungangriff. Finde ich auch sehr, sehr gut. Verteilen wir eigentlich, machen wir Blutungsschaden? Nee. Also hier 25% mehr Schaden, hier für jeden Kill Energie herstellen. Wir machen mal das hier, diese Motivation. Das gefällt mir. 10% mehr Schaden für alle anderen, für jeden Getöteten von ihm. Für den nächsten Angriff. Das ist gut. Okay. Dann
Wechseln wir zu Plutonius Nerva. Was haben wir denn hier? Wir könnten ihm zu Beginn des Gefechts 12 Rüstung geben, die ihn für einen Angriff dann mehr oder weniger immun macht. Was hat er aktuell an Rüstung? 3. Das ist nicht viel. Muss ja aber auch nicht sein. Weltliche Künste, Nekrose, mentale Schwächungsresistenz. Verbraucht alle Aktionspunkte des verbündeten Ziels und überträgt. Na, das ist. Nee. Okay, dann lasst uns. Vielleicht, solange 3 oder mehr Einheiten Nekrose haben, beginnt der Held seinen Zug mit. Okay, das ist auch nicht. Wir machen hier unten was. Ich denke, wir geben ihm die magische Rüstung. Damit hat er. Ist er zumindest vor dem ersten Schlag mal so ziemlich gefeit. Und eigentlich sollte er ja gar nichts abbekommen als Magier, als Fernkämpfer. Meister der Waffen Octavius Remus, unser Leibwächter. Blocken erhöht sich um 5, würden wir auf 35% kommen. Das kann man dann später hier noch weiter pushen mit den kleinen Verbesserungen. Hier können wir ihm Lebenskraft geben. Plus 15% physische und mentale Schwächungsresistenz ist auch nicht schlecht. Lichtstrahl, den könnte man der Lichtstrahl verursacht 2 Züge lang auch noch Brand. Schaden auf Zeit, Stichwort. Das ist eigentlich ganz gut. Wisst ihr was? Bei ihm machen wir nichts Neues, sondern wir nehmen das hier, verbessern das, kostet einen Punkt und den zweiten setzen wir hier rein in 15% physische und mentale Schwächungsresistenz. Hat er 30% physische Schwächungsresistenz. Das ist schon wirklich ganz gut. So, Albina. Zauberresistenz. Schneller als die Flamme. Wenn es zu Beginn des Helden mindestens 3 Einheiten mit Brand gibt, erhält der Held und alle Verbündeten einen. Mal gucken. Das könnte interessant sein. Das müssen wir mal beobachten, wie viele in Zukunft brennen. Feuervögel, wenn man sowas dann hat. Wird das mit Sicherheit öfters vorkommen. Flammenschild. Das Ziel erhält 2 Züge einen Flammenschild. Der Nahkampfangriff Greifern 25% des Waffenschadens des Helden zufügt. Ja, das ist nicht so viel. Schutzaura. Ausbrennen. Der Held erhält jedes Mal eine Lebenskraft zurück, wenn eine Einheit Schaden durch Brand erleidet. Das ist gut. Dadurch hat sie dann auch ein bisschen Selbstheilungskräfte. Das machen wir rein. Und unser neuer Fernkämpfer, Florianus Drusus, der Speerwerfer. Der durchbohrende Wurf, der hält plus 3 Rüstungsdurchdrängung. Das ist auch ordentlich. Aufeinanderfolgende Speerwürfe gegen denselben Gegner verursachen zusammen plus 25% Waffenschaden, wenn seit dem vorherigen Speerwurf keine andere Fähigkeit verwendet wurde. Speerwurf profitiert doppelt von Verwundbarkeit des Ziels. Hier haben wir eine Salve, bei dem er pro 2 verbrauchter AP ein Geschoss mit 75 auf einen oder mehrere Gegner wirft. Platziert ein Scorpio-Geschütz mit 50% der maximalen Lebenskraft des Helden auf einem leeren Feld. Es führt einen Wachtangriff mit 25% Waffenschaden auf ein Ziel im Umkreis von 8 Feldern aus. Das Scorpio-Geschütz hat 8 Munitionseinheiten und wird zerstört, wenn ihm die Munition ausgeht. Herzbohrer.
erleidet zu Beginn des einen. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann können wir Blutungsschaden auf den Gegner kriegen. Giftmantel, der Schaden verursachen. Die Schaden verursachenden Fähigkeiten des Helden belegen ihre Ziele für 2 Züge lang mit Gift. Das finde ich auch gut. Also, das heißt, einfach alle Attacken, die er so hat, verursachen dann auch noch Giftschaden. Das gefällt mir. Das machen wir. Gut, dann haben wir die Perks durch. Was wir jetzt noch haben, wir haben Florianus noch nirgends zugeteilt. Wir werden ihn hier beim Händler einsetzen. Und zwar zum Questor werden wir ihn machen. Der Held erhält 4 Loyalität. Und da er aktuell auf 0 ist, hat er jetzt plus 4 Loyalität. Und das sorgt dafür, dass er hier reinrutscht und er ab sofort 10% mehr Waffenschaden macht. Also auch das ist eine positive Sache. Und dann eine Sache zu dieser Geschichte hier. Vielen lieben Dank, in den Kommentaren wurde das nochmal erwähnt. Das Ganze wird oder hat was mit Schutzgöttern zu tun. Das waren die Lares. Also Lares aus dem Lateinischen. Das waren Schutz- und Hausgötter oder Familien- und Hausgötter. Und die Einzahl ist eben Lar und der Plural ist eigentlich Laren und nicht Lars. jetzt gucken wir mal, haben wir hier was Neues bekommen? Wir haben den hier bekommen, glaube ich, ne? Helden verursachen mit ihren Grundangriffen 2 Züge lang Brand. Ach ne, den hatten wir schon. Helden erhalten Lebenskraft in Höhe von 10% des von ihnen zugefügten Schadens zurück. Lagerfeuer können nicht genutzt werden, um Lebenskraft wiederherzustellen. Okay. Das ist natürlich, das ist spannend. Also 10% des gemachten Schadens bekommen wir als Heilung zurück. Dafür gehen keine Lagerfeuer mehr in den Missionen. Den finde ich spannend. Wir lassen trotzdem mal den alten, den aktuellen noch drin, aber ich glaube, dass der hier, der hat Potenzial. Gut. Wollen wir irgendwas bauen oder verbessern? Wir schauen mal ganz kurz. Dauerhafte Lebenskraft für alle Helden, 5%. Oder hier physische Schwächungsresistenz für alle, kostet 1000. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Gold. Achso, eine Sache haben wir auch nicht gemacht. Ich glaube, wir haben hier, genau, verbrauchte Tränke sollten wir mal auffüllen. Zwei Tränke fehlen. Er hat keinen und er hat keinen und sie hat keinen. Wir haben den Steinhauttrank, gewährt 50% Rüstung, und hier haben wir einmal den Segenstrank für Schadensboost. Ich denke, den geben wir mal ihm, falls er den braucht. Und er bekommt mal den Steinhauttrank und dann gucken wir mal, ob wir hier Heiltränke kaufen können beim Händler. Ja, aber nur einen. Nun denn, besser als nix. Und den geben wir aber... Den geben wir ihm dann. So, jetzt checken wir mal, ob wir hier was Neues bekommen haben bei den Waffen. Das hier wäre für ihn die tiefschneidende Rune der Erschöpfung. Macht weniger Schaden. Verursacht... Ah ne, plus 2 Schaden Durchblutung, 3 Schaden, plus 2 Schaden für 2 Züge für jeden Kill. Ja, aber die er aktuell hat, sorgt ja für Regeneration quasi, die lassen wir. Rüstung haben wir keine, die er anziehen kann, aber ein Schmuckgegenstand könnten wir hier noch. Schaden gegen Sili und Ansili. Ja, das ist natürlich auch plus 2 maximaler Waffenschaden. Die Aktionsposten für den Sprung, die würden wieder steigen. Auf 4 anstatt auf 3. Aber dafür machen wir 9 bis 16 Basisschaden. Wäre eine Überlegung wert, ne?
Legen wir mal dort diesen Ring an. Wir gucken mal den Rest noch vorher durch. Wir haben hier, das ist auch plus 2 Schaden gegen ungepanzerte Einheiten. Ne, das möchte ich nicht. Da ist mir das, was er anhat, lieber. Hier hätten wir was. Beim Ausruhen werden 2 Rüstungen hergestellt. Beim Verwenden von Tränken. Plus 3 Bewegungs-AP für den ersten Zug jeden Gefechts. Na gut, das ist für den. Das ist. Das mit der Rüstung hier ist doch für den Priester nicht wirklich wichtig. Wir gucken auf ihn. Für ihn haben wir keine Rüstung. Für ihn hätten wir aber. Oh, für ihn hätten wir einen. Den Dämmerer. Das könnte er benutzen. Belegt angrenzende Gegner 2 Züge lang mit Brand. Nachdem der Held 3-3 verlinden. Plus 2 Schaden durch Brand. Plus 5 Rüstungsdurchdringung. Ja. Den Dämmerer hat sich Octavius Remus verdient. Wie sieht's bei ihr aus? Hier hätten wir eine Oh, die ist besser. Allerdings Schaden durch Brand finde ich bei ihr wichtig, weil sie eben weil sie eh einiges mit Feuer macht. Hier. Ja, das sind alles Verschlechterungen. Schauen wir bei ihm. Auch das ist. Oh, machen wir hier. Das könnte besser sein, ne? Verteilen wir Blutungen auch noch mit ihm. Blutungen und Gift. Beim Aus. Mentale Schwächungsresistenz. Plus 20 Schadensminderung durch Deckung. Ja, machen wir das. Und den Schaden gegen Sili und an Sili. Naja gut, sagen wir es mal so. Wir können es ihnen ja mal anlegen. Wir kämpfen bisher noch nicht gegen Sili oder an Sili. Aber wir machen es mal. Wir ziehen es mal an. Ausziehen kann man es ja dann immer noch. So. Okay, dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Mission. Achso, nee, halt. Ich wollte gucken, ob wir was noch irgendwas Schönes bauen können. Gebäude. Weil wir haben ja jetzt 3000 Gold. Ich denke, es macht keinen Sinn, das jetzt hier wirklich zu bunkern. Leichte Rüstung erhalten plus 1, schwere Rüstung erhalten plus 1, Fernkampfwaffen erhalten plus 1 Schaden, Nahkampfwaffen erhalten plus 1 Schaden. Lasst uns doch das hier machen. Und zwar sowohl das als auch das. Damit haben wir mit allen Waffen mehr Schadensoutput. Wunderbar. Zur Abenteuerkarte. Und jetzt schauen wir uns mal um. Wir haben. Tja, nur eine Mission offen. Eine Nebenmission. Die Gruft. Plutonius Nerva. Wir müssen unserem glorreichen Kaiser Sulla unbedingt eine Nachricht zukommen lassen, um ihn über unsere Erfolge auf dieser Insel zu unterrichten. Wir können den Tartarus noch immer nicht erreichen, doch ich habe eine Idee, Tribunus. Zeit hat in Avalon keine Bedeutung. Es gibt jedoch gewisse heilige Gesetze, die auch hier gelten müssen. Vielleicht können wir mit Hilfe der Riten, mit denen wir während des Parentalia-Festes mit unseren Vorfahren gesprochen haben, Kontakt zu unseren Brüdern aufnehmen. Wir brauchen lediglich eine römische Grabstätte und ich weiß von der Flamina, dass es in Avalon eine riesige römische Gruft gibt. Ich schlage vor, dass wir uns dorthin begeben und es versuchen. Wir kämpfen gegen Verlorene, ein neuer Held und ein neuer Lar sind die Belohnungen, die möglichen. Gehen wir es an. This place is quiet. But I hear the dead souls whispering. This is the week of the Parentalia, when the boundary between the worlds of the living and the dead is thinner. We must reach the deepest part of the catacombs to find the Pit of Souls. Septimus Sulla, the priest of Orcus is calling you. Fearless commander of the Ninth Legion, hear my words in the depths of Tartarus. We have found our way out of the pits. We have arrived to Avalon,
the other world of Britannia that once knew your wrath and grace, heir to Hadrian the Great. Walk through this gate to join your servants with your mighty army. What is wrong, Flamen? I don't think that Emperor Sulla can hear us. Others seem to have heard us just fine. Watch out! Wow. Mir kommt es gerade so bekannt vor. Kann es sein, dass das ein Level aus King Arthur Knight's Tale ist? Diese Grube innerhalb einer Gruft, wenn hier jetzt irgendwo Sarkophage stehen, in denen teilweise Römer beerdigt wurden oder begraben wurden. Ja, ich glaube, das war ein Level, das man auch in Knight's Tale gespielt hat. Mir kommt diese Grube so bekannt vor. Gut, was haben wir hier? Wandelnde Tote. Werden wir im Idealfall uns mal in eine Richtung hier rauskämpfen. Damit können wir nur einen treffen, es sei denn vier Felder. Ja, es sind leider fünf. Demons? Where? Okay, warten wir auf. Wir werden hier erstmal wieder zwei connecten. Vielleicht ihn und ihn. Never mind the fangs and horns. Dann gehen wir auf ihn zu hier. Kommen wir jetzt ran. Es ist für mich immer noch so nicht ganz ersichtlich, wann und wie. Jetzt. Okay, beide tot. Dann probieren wir mal, ob wir denn mit von hier aus beide treffen können. Können wir. So hätte er jetzt nicht Giftschaden. Achso, immun gegen Gift und immun gegen Blutung. Die wandelnden Toten, alles klar. So, dann haben wir hier noch den hier. Dann kann sie Feuerschläge machen. 1, 2, 3. Und wir haben ihn noch mit dem hier. Okay, das sieht doch ganz ordentlich aus. Zug beenden. Und dann waren es nur noch vier. Wachtangriff tot. Nur noch drei. Nur noch zwei. Ja, schau an. Da kommen Römer. Der 9. Legion vermutlich. I'm here to help. Septimus Sulla sent me. Welcome to the fight, soldier. Make yourself useful. Wen haben wir denn da? Gavius Messala. Lähmender Treffer, Rückstoß, Distanzangriff, Schlag. Ja, okay. Also, dann machen wir mal einmal, zweimal. Und dann, ja, da brauchen wir ihn gar nicht. Der Kampf ist durch. Oder? Habe ich was übersehen? Ach, hier kommen Wellen. Schaut mal. Hier kommen Wellen. Gut. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn es das schon gewesen wäre. Na, was habe ich jetzt gemacht? So.
machen wir auch einen Overwatch. Und ihn können wir ja nicht steuern. Ja, dann lassen wir sie mal kommen. Gucken wir mal, was hier passiert. Er geht gleich direkt vorne weg. Oh, okay, jetzt kommt doch ein bisschen was Härteres. Und vor allen Dingen, hier sind hier hinten Fernkämpfer. Da ist ein Fernkämpfer dabei, ein verlorener Armbrustschütze. Das ist die erste Welle jetzt, mit der wir es hier zu tun haben. Ja, ein fällt nach vorne. Kommen wir an den irgendwie ran? Ah, ich treffe den hinteren nicht, oder? Doch, von hier. Ich will den eigentlich noch rausnehmen, wenn es geht. Den, ja. So, Fernkämpfer ist weg. Kommt aber natürlich wieder in 3 Runden. It's my turn again. So, den können wir nicht lenken. Der hat noch 3, aber mit 3 können wir nichts machen. Wir können hier nach vorne gehen. Wir geben uns den schützenden Schild. Und gehen noch ein Feld nach vorne. Denen entgegen. Und hier. Ja, hier machen wir einen Sprung. Gehen ran. Schlagen nochmal zu, hauen ihn weg und laufen wieder zurück. It's my turn again. Dann haben wir es, oder? Ne, Sieger noch. Sieger noch. Ich würde sagen, wir schlagen hier einfach zu. Das passt schon. Zug beenden. Er knüppelt den nieder. Da oben kommen 2 neue. Oh, da oben kommen einige neue. Eine Attacke. Gut, jetzt ist hier doch ein bisschen was geboten. For Eternal Rome. Ja, der brennt, aber dass sie jetzt hier im Nahkampf steht, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir können auf jeden Fall mal die unheilige Kette wieder machen. Sollten wir jetzt auch. Guck mal, wie weit er kommt. Wir werden ihn hier und ihn hier verknüpfen. For Sulla. Attack! Einmal, zweimal. Tja, okay. Das reicht jetzt nicht, ne? Dann bleiben wir jetzt hier mal stehen. Der bleibt stehen, der bleibt stehen. Ich bin am überlegen, ob wir sie rausziehen, ne? Weil er. Oh, der wird jetzt natürlich böse reinhauen hier. Gegen Albina. Ja, bringt uns aber nicht viel, ne? Der Gelegenheitsangriff ist auch ziemlich heftig wahrscheinlich. Wir bleiben mal stehen. In der Hoffnung, dass Gavius Mesala uns auch dann hilft. Ja gut, er hat erstmal hier zu tun. Fernkämpfer. 7. You got me good. So, jetzt ist der Zusatzschild hier weg. Aber wir sind auch schon wieder dran. Ja, sie kriegt den nicht platt und dann schlägt er in der nächsten Runde wieder zu.
Todesbann. Das könnte hier helfen. Kriegen wir beides nicht durch. Der steht nächste Runde ja wieder auf hier. Auch nicht schön. Wie machen wir das? 2, 4, das reicht nicht, ne? Alles. I'm immortal. Oh Mann. Ich komme nicht gegen den hier. Wir nehmen mal den einen Schlag. Oh, da liegt ja auch noch einer nebendran. Können wir den Schildstoß machen? Ja. Okay. Ja, schaut mal, jetzt kriegen wir das so hin. Jawohl, dann ist der eine, der steht schon mal nicht mehr auf. Hat er noch einen Wurf? Er hat keinen mehr. Stellen wir ihn hier hin. Elf bis 16. 4 Punkte. Wir könnten ihn jetzt den Schwung holen und in der Hoffnung, dass wir ihn töten. Wisst ihr was? Das probieren wir. Schwung. Ah, ich lasse ihm 2 stehen. Dann hat sich der Schwung jetzt natürlich nicht gelohnt. Der darf eigentlich nicht wieder aufstehen. Das ist so ein bisschen das Problem, aber das kriege ich, da kann ich aktuell gar nichts dagegen machen, ne? Ich komme da nicht mehr ran. Also der steht wieder auf. So blöd es sein mag. Nehmen wir den Schwung. Nealworm. Nehmen den noch weg. So, jetzt haben wir... Ah ne, sie darf noch. So, das heißt, hier haben wir einfach nur Schläge. Einmal, zwei... jetzt hat er... Der ist leider wieder aktiv, hat auch sofort eine Aktion. Rüstung. Blocken. Der geht gegen beide. Okay, jetzt kann sie ihn aber töten. Hier raus. Wir helfen hier mit. Und schlagen natürlich auch gleich da drauf. So, und du hast jetzt den hier. Mehr geht nicht, weil du den Schwung ja aktiv war. Du stehst nicht mehr auf. Wow. Und der war auch ziemlich gut. Wir nehmen den Schwung und hauen auch ihn. Das heißt, er muss sich jetzt im Endeffekt nur gegen den einen Bogenschützen hier noch verteidigen. Ja.
Das sollte es dann aber gewesen sein, ne? Geblockt, dann können wir hier ran. No need to be afraid. Vernichten ihn. Ah, komm leider nicht ganz ran. Wir bewegen uns. Noch ein Feld. Jetzt. Machen wir den. Wir haben aber auch noch zwei Runden Zeit. Wir können... drei. Da geht ein bisschen was. Ah, ich kann den nicht connecten hier. Schade. Beziehungsweise doch kann ich. Da habe ich noch zwei Felder. Dich und... Wieso, was ist mit dir? Ach, das ist das dann zu nah? Was ist denn das für ein Käse? Jetzt. Nein, jetzt geht er wieder nicht. Shit. Ah. Naja, das habe ich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt. Das war nicht gut. Wir gehen hier wieder ran und schlagen ihn. Können ruhig die Hast machen. Oh, ach, jetzt habe ich bei ihm die Hast gemacht. Das wollte ich nicht. Super, wieder ein Fehler. Ja, nun denn. Orcus, help me. So, Bursche. Und dann springen wir hier. Dann springen wir hier ran. Und dann war's das. Ave, Tribunus. I am Gavius Messala, a centurion of the 9th Legion. I have heard the calling. Na, das ist schon mal gut. Ein Centurio mit einer Axt oder einer Hellebarde. Wieso seid ihr allein? Wo ist der Rest eurer Centurie? We followed your priest's voice. Then the fog swallowed everyone, and I found myself here alone. Was meint ihr, Flamen? One in 100? I think that this gateway is too dangerous to use. We must find another method for our brothers. Tja, das sehe ich auch so. Wir sollten diese Gruft verlassen und die Lage besprechen. Folgt uns, Centurio. Damit haben wir... This tomb is not quiet anymore. Ja. Also, wir gucken mal auf die Karte. Haben hier zwei Lagerfeuer. Und erreichen hier den Ausgang der Gruft. Da sollen wir jetzt hin. Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Ihr könnt mir mal schreiben, falls euch diese Karte hier auch bekannt vorkommt. Ich habe da sowas in Erinnerung, dass es da so Sarkophage gab mit Brüdern. Irgend sowas, ne? Zwei oder drei verschiedene Brüder waren hier irgendwie begraben. Sowas habe ich im Hinterkopf von King Arthur Knight's Tale und mir kommt eben diese Grube hier so bekannt vor. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder und kämpfen uns dann den Weg raus aus der Gruft zusammen mit unserem neuen Centurio. Wo ist er? Ihr Gavius Messala. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein. Tschö, tschö.